Seit September werden die neuen EU-Busse aus der Schweiz getestet und seit dem Fahrplanwechsel kurz vor Weihnachten sind sie im Regelbetrieb. Alle 20 Minuten geht es jetzt mit dem EU-Bus durchs Grödiger Zentrum bis zur Talstation der Untersbergbahn. Und es ist, glaube ich, ein tolles Angebot für unsere Bürger, dass man auf direkten Wege in die Stadt kommen kann, aber auch für die Bürger, die was in der Stadt leben und in Grödig arbeiten, ist es natürlich auch ein tolles Angebot. Und wir haben in der Gemeinde Grödig ja Förderungen beschlossen, wo es um 1 Euro mal in die Stadt fahren kann, wo man die Jahreskarte mit 125 Euro fördert, wo man die Super School Card mit 50% fördern. Und mit diesen Aktionen gemeinsam mit dem Ausbau der Linie 5 wollen wir natürlich da die Bürger bewegen, dass sie umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr. 35.000 dieser 1-Euro-Tickets wurden bereits verkauft. Die Grödiger nehmen das Angebot offenbar an. Die neue Buslinie soll nur der erste Schritt in einer neuen Verkehrspolitik sein, nicht nur für Grödig. Wir haben da gemeinsam mit dem Land und auch mit den anderen Umlandgemeinden ja viel vor. Wir wollen ja genau dieses Expresslinien-Netz eigentlich noch viel weiter hinaus. Aber Grödig ist absolut ein erster Meilenstein in diese Richtung, dass man nicht mehr nur denkt bis zur Grenze, sondern darüber hinaus. Keine Frage, dieses Projekt kann absolut auch auf andere Gemeinden weitergedacht werden. 11 EU-Busse sind bereits im Einsatz, im Februar werden 4 weitere geliefert. Technisch fährt der 5er bis zur alten Endstation mit Strom von der Oberleitung. Jeder zweite Bus klinkt sich dort aus und fährt mit Batterie weiter. Für mich ist es eine völlige Zukunftstechnologie, die aber auch schon in Erprobung ist. Das heißt also, wir sind hier sehr sicher unterwegs. Ich sehe es auch als eine Notwendigkeit, hier mit Bussen ohne Leitungen zu fahren, weil wir hier viel flexibler sind. Es funktioniert so, dass der Bus unter der Leitung die Batterie auflädt und dann in diesem Fall 4,2 Kilometer dann ohne Leitung, also nur im Batteriebetrieb fahren kann und dann auch wieder zurück. In Summe sind es also 8,4 Kilometer. 8,4 Kilometer mit Batterie sollen sinnbildlich stehen für die neuen Töne in der Verkehrspolitik.